Okay, wir haben noch einen Redebeitrag. Ich glaube, der letzte für heute. Vom Haus Alternativer Migrationspolitik und Kultur Allmende. Ich werde ihn stellvertretend vorlesen. Der heutige Prozessbeginn bedeutet für uns von Allmende eine Auseinandersetzung mit der Verantwortlichkeit des Staates und eine Solidarität mit den Angehörigen. Die Enthüllung der mehrjährigen rassistischen Mordserie, die daraus folgende Berichterstattung, die russischen Skandale vor einem Jahr, hat uns erneut vor Augen geführt, dass wir noch lange nicht als Teil dieser Gesellschaft akzeptiert oder gewollt werden. Schon zu lange haben wir das Gefühl, dass unsere Körper und unsere Leben nicht als wertvoller Teil dieser undemokratischen Ordnung betrachtet werden. Uns wurde von Neuem bestätigt, dass uns unser Leben jederzeit straflos genommen werden kann. Sei es durch eine organisierte rechte Gruppe oder gefesselt im Polizeigewahrsam, wie im Fall Uri Jalloh. Die Darstellung der NSU-Morde in den Medien und die Reaktion bzw. das Fehlen von Empörung, Protest, Wut, Trauer in der Mehrheitsgesellschaft haben unser Gefühl weiter bestätigt. Die Beteiligung und versuchte Vertuschung durch Verfassungsschutz, Polizei und andere Behörden, deren wichtigste Aufgabe angeblich der Schutz der demokratischen Grundordnung ist, hat uns, ehrlich gesagt, nicht einmal mehr überrascht und dennoch entsetzt. Wir stellen uns deshalb die Fragen, was kann und will dieser Prozess an tatsächlicher Aufklärung leisten? Was kann dieser Prozess an Veränderungen bewirken? Was kann dieser Prozess vor allen Dingen an gesellschaftlicher Veränderung beitragen? Wir wünschen uns, dass alle beteiligten Personen zur Verantwortung gezogen werden. Wir bezweifeln, dass dieser Prozess das leisten wird, da es bei diesem nur um Einzelpersonen geht. Wir fordern aber Aufklärung. Und Aufklärung bedeutet, diese Morde und die Strukturen, die diesen ermöglichen und ermöglichen, und die Diskurse, die den Nährboden für diese bereiten, zu betrachten und diesen entgegenzuwirken. Wir fordern, dass auch alle staatlichen Akteure zur Verantwortung gezogen werden. Wir als Allmende sehen die rechten Morde und Gewalt auch als Zuspitzung einer schon zu lange betriebenen deutschen und westlichen Diskussion um Migration, die Rassismus ignoriert und dadurch rassistische Folgen hat. Diese Diskurse und Praxen, von der Mehrheitsgesellschaft geführt, von der Politik befördert, von den Medien angetrieben, sind es, die eine Atmosphäre der Angst schaffen. Angst der Mehrheitsgesellschaft vor jenen, die nicht Teil von ihr sind. Angst, die dann von Mörderinnen und Mördern in Taten umgesetzt wird. Wir sind davon überzeugt, dass diese Angst gewollt ist. Mitbegünstigt durch die neueste Krise des Kapitalismus und basierend auf die verwurzelten faschistischen Gedankengut wachsen in ganz Europa neue, auch gewaltbereite rechte und rechtspopulistische Gruppen an. Dies zeigt sich nicht nur an der perversen Außen- und Grenzpolitik Europas, sondern auch dadurch, dass Bücher wie das von Sarrazin und Buschkowski Bestsellerlisten anführen. Es zeigt sich auch deutlich daran, wie die Aufarbeitung der NSU-Morde sabotiert und verhindert wird. Es zeigt sich daran, dass während einer der größten Protestaktionen von geflüchteten Menschen der Innensenator vor einer Überflutung durch Flüchtlinge warnt. Es zeigt sich auch am Umgang des Gerichtes mit den Vorbereitungen für diesen Prozess. Rassismus ist institutionell. Rassismus ist Mainstream. Er wird bloß meist nicht so genannt. Rassismus wird geduldet, verschwiegen und verdeckt. Wir sehen diesen Prozess als Prüfung für die Demokratie in diesem Staat. Wir als Teil dieser Zivilgesellschaft werden hinschauen und beobachten. Wir werden nicht locker lassen. Wir werden dem Schweigen in diesem Land etwas entgegensetzen.